Moin Freunde, so, da ist man einkaufen, weil man denkt, naja, bei dem guten Wetter kann man ja eigentlich auch ganz gut grillen, ne? So, und dann kriege ich eine WhatsApp-Nachricht, das ist die Kurzversion, von meiner Frau mit einem Laden, ne? 1000 Leute stehen um mich rum, kriege ich die WhatsApp-Nachricht, also eine Sprachnachricht, wo sie dann sagt, was, wegen der kalten Muschi gehe ich jetzt aus der Badewanne? Ja, alle um mich herum haben natürlich herzhaft angefangen zu grölen. Aber warum hat sie das denn gesagt? Ja, vorweg habe ich natürlich ihr was per WhatsApp als Bild geschickt. Ich zeige euch das mal. Und zwar das Getränk. Kalte Muschi, Weißwein, Passionszeugs, schmeckt. So, und der Name dieses Getränks ist Kalte Muschi. Und wie man sehen kann hier, die Muschi da oben, ne, die friert ein bisschen. Deswegen ist das wohl eine kalte Muschi. Ihr könnt euch die Gesichter vorstellen, als die Leute um mich herum das gehört haben, wie meine Frau halt eben sagte, deswegen, wegen der kalten Muschi komme ich jetzt aus der Badewanne raus oder was? Ne? Also der Hintergrund war, dass sie baden gehen wollte, während ich einkaufen war. Und ich habe ihr das geschickt und habe gesagt, Mensch, möchtest du sowas mal probieren, so zum Grillen? Hast du Lust, sowas zu trinken? Und sie hatte ihr Handy in der Küche gelassen, hat das natürlich piepen gehört. Und nun dachte sie, das sei irgendwas ganz Wichtiges. Raus aus der Wanne, hin zum Handy. Und genau deshalb kam ihre Sprachnachricht. So viel zum Thema eindeutig, zweideutig.